Atommüll, einfach ins Meer geworfen. Jahrzehntelang sah so Entsorgung aus. Greenpeace-Aktivisten versuchten dies zu verhindern. Vergeblich. Was ist mit dieser strahlenden Altlast im Meer? Ein Jahr lang haben wir recherchiert, versuchten herauszufinden, was aus den Atommüllfässern wurde. Wir entdeckten auch Rohre, durch die Atommüll ins Meer gepumpt wird. Wir besuchten Fischmärkte, trafen Experten. Und viele Menschen, die Angst haben vor Verstrahlung. Wir fragten Politiker nach den Hinterlassenschaften der Atomindustrie. Was passiert dort unten am Meeresgrund? Und weil die Antworten unbefriedigend ausfielen, machten wir uns selbst auf die Suche nach den Atommüllfässern. Wir gehen der Vergangenheit auf den Grund. Wir wollen wissen, wo strahlt was vor den Küsten Europas. Verklappt wurde alles, was strahlt, in solchen stählernen Fässern. Darin enthalten schwach aktiver Müll aus Krankenhäusern, aber auch radioaktiver Abfall aus den Atomanlagen Europas. Seit Jahrzehnten benutzt die Atomindustrie das Meer als Endlager. Mai 1967. Im niedersächsischen Hafen Emden wird Atommüll aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich verladen. Auf das englische Frachtschiff Topaz. In mindestens 4000 Metern Tiefe sollen die Fässer verklappt werden. Der Atommüll würde sich im Wasser verdünnen. Das gilt als sicher. Die britische Besatzung der Topaz kippt die strahlende Ladung ins Meer. So verschwinden mehr als 100.000 Tonnen Atommüll. Im Nordostatlantik, in der Irischen See, aber auch im flachen britischen Ärmelkanal. Dann Mitte der 1970er Jahre. Greenpeace macht erstmals auf diese Verklappungen aufmerksam. Mit Aktionen. Ein Aufschrei geht durch Europa. »32 Jahre nach den Bootseinsätzen im Atlantik treffen wir zwei von den Aktivisten von damals bei Greenpeace in Hamburg.« »Na, Harald, grüß dich.« Harald Zindler und Roland Hipp haben sich seit vielen Jahren nicht gesehen. Beide kämpften aus Überzeugung gegen die Versenkung. Wir zeigen Harald Zindler die Videoaufnahmen. Auch heute noch, Jahre später, läuft es ihm kalt über den Rücken. Doch die Atomindustrie ließ sich von den Greenpeace-Aktionen nicht beeindrucken. Die Verklappungen gingen weiter. Die Umweltschützer wurden kriminalisiert und bekämpft. Dann wurden wir gefangen genommen auf dem Schiff und wurden in das Vorschiff gesperrt. Und dann ging die Verklappung weiter, das hörten wir. Und dann passierte das, was wir eben gerade gesehen haben, dass wieder ein Schlauchboot getroffen wurde. Und daraufhin wurde die Aktion abgebrochen. Das wird zu gefährlich und die Leute hätten auch dann leicht verletzt oder getötet werden können. Wir haben ihn
Diese Ereignisse liegen mehr als 3 Jahrzehnte zurück. Was ist seitdem mit dem Atommüll da unten am Meeresgrund passiert? Wer weiß mehr darüber? In London treffen wir John Large, einen Atomphysiker. Er war in den 1960er Jahren an der Entwicklung einer britischen Atombombe beteiligt und weiß viel über die Verklappungen, besonders die des Militärs. Large besitzt ein außergewöhnliches Souvenir, einen nicht strahlenden Brennstab aus der Nuklearanlage Sellafield. Solche Brennstäbe wurden in den Tiefen versenkt. Der Mann erzählt uns Überraschendes. Die Matrosen an Bord waren der Radioaktivität aus den Fässern ungeschützt ausgeliefert. Je länger sie die Strahlung abbekamen, umso dringender wurde es für den Kapitän, die zugewiesene Verklappungsstelle zu erreichen. Wenn das Schiff wegen schlechten Wetters in Zeitverzug geriet, dann ging es dem Kapitän nicht mehr darum, den genauen Zielort zu erreichen. Wenn die Männer und auch er selbst die maximale Strahlungsdosis erreicht hatten, wurde verklappt, runter damit, egal wo. Also mit anderen Worten, es gibt absolut keine Gewissheit darüber, ob die Kartenangaben überhaupt stimmen. Wie sollen dann solche Fässer jemals gefunden werden? Etwa zu Kontrollmessungen. Ein Blick in offizielle britische Versenkungskarten verstärkt die Zweifel an der Korrektheit der Angaben. Unter Koordinaten etwa oder Meerestiefe findet sich nämlich häufig der Eintrag unbekannt. Schlimmer noch, auch bei Angaben zur Strahlung lesen wir immer wieder unbekannt, unbekannt, unbekannt. So in einem Verzeichnis von Verklappungen in der irischen See. Wer könnte wissen, wo die Fässer liegen? Vielleicht die britische Gesundheitsbehörde, Health Protection Agency, HPA, denn die ist zuständig für radioaktive Rückstände. Wir lernen Dr. John Cooper kennen, Leiter der Abteilung Gefahren der Radioaktivität. Er kennt sehr gut die Problematik versenkter Atommüllfässer. Kann es wirklich sein, dass die Versenkungskarten fehlerhaft sind? Ich wäre erstaunt, wenn die Karten unvollständig oder ungenau wären. Aber natürlich kann man das nie ganz ausschließen. Das britische Militär hat auch verklappt und den Behörden nie etwas mitgeteilt. Wie gehen sie denn mit dieser Faktenlage um? Nun, ab einem bestimmten Punkt muss man den Angaben einfach glauben. Das britische Atomzentrum Sellafield, einstmals Windscale. Auch von hier kam atomarer Abfall und verschwand in der irischen See im Ärmelkanal im Atlantik. Der Verdacht, hochradioaktiver Atommüll könnte versenkt worden sein. Das war offiziell verboten. Wenn Sie sich die Karten anschauen, die Analysen des Materials, und zwar die der Fässer, es geht hier nicht um Atombombentests, dann gibt es für mich keinen Zweifel, es wurde hochradioaktiver Abfall ins Meer geworfen. Das würde bedeuten, dass in diesem Punkt die Karten falsch wären. Wie konnte es zu solchen Fehlern kommen? Sind es überhaupt Fehler oder war es Vorsatz? Mehr dazu wissen könnte Michael Meacher. Er war von 1997 bis 2003 britischer Umweltminister und kritisch eingestellt gegenüber der Politik der Verklappungen. Heute ist der einst dienstälteste Minister im Kabinett Tony Blairs einfacher Abgeordneter. Wir zeigen ihm die Karten. Wer machte falsche Angaben? Wer wusste überhaupt etwas von den Verklappungen?
I suspect that was an agreement between the. Ich befürchte, es gab eine Absprache zwischen dem Verteidigungsministerium, der Armee und der Atomindustrie. Niemand sollte von den Verklappungen wissen. Deshalb ist es heute unmöglich herauszufinden, wo und vor allem was genau versenkt wurde. Wir wissen zwar ungefähr, wo was liegt, aber noch einmal, wir wissen nicht genau wo und vor allem wissen wir zweifellos nicht wie viel. Demzufolge können wir auch nichts Genaues über die Auswirkungen sagen, die man ja in Jahrzehnten, ja in Jahrhunderten betrachten muss. In meinen Augen war das eine Art von Verschwörung. This is a sort of conspiracy. Dass es so schlimm war, ahnte selbst Greenpeace damals nicht. Doch die Proteste hatten Erfolg. 1993 wurde die Versenkung von Atommüll weltweit verboten. Greenpeace-Aktivisten wie Helden gefeiert. So etwa hier im spanischen Vigo. Mehr als ein halbes Jahrhundert hatte man Atommüllfässer ins Meer verklappt. Nach dem Motto der damaligen Zeit: The solution of pollution is dilution. Die Lösung des Problems ist die Verdünnung. The fundamental underlying problem was that they assumed. Es gibt ein fundamentales Problem. Man dachte, wenn man radioaktiven Abfall ins Meer wirft und den mit Tausenden und Abertausenden Litern von Wasser verdünnt, wäre es sicher, würde das Gift verschwinden. Das hat sich als falsch erwiesen. Und zwar viele, viele Male. Erste Belege, dass die hochgiftige Altlast nicht einfach durch Verdünnung verschwindet, erhielten Experten nach einer Erkundungsfahrt Mitte der 1980er Jahre. Deutschland schickte das Forschungsschiff Walter Herwig in die atlantischen Versenkungsgebiete. Die Abwurfstellen wurden untersucht. Versehentlich holten die Wissenschaftler dabei 9 Fässer an Bord. Die Forscher fanden Plutonium im Wasser, im Meeresboden und in Fischen. In internen Papieren der Atomenergiebehörde IAEA heißt es: Erhöhte Plutoniumkonzentrationen in den Versenkungsgebieten deuten auf Plutonium aus Lecks in den Fässern hin. Das Gift ist also in der Biosphäre angekommen. Monaco, Sitz des Meereslabors der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Hier erforschen Biologen Gefahren atomaren Abfalls im Meer. Das ist der Leiter des Labors, Dr. Hartmut Nies. Die Experten füttern Meerestiere mit kontaminiertem Futter. Sie wollen wissen, wie sich das auf die Organismen auswirkt. Dr. Nies und seine Kollegen sind auch zuständig für die versenkten Atommüllfässer. Die Kernfrage: Was ist mit den Fässern? Gibt es nach all den Jahren noch intakte Fässer da unten oder sind sie verrostet? Man untersucht den Meeresboden sowieso andauernd und dann wären schon bestimmt irgendwelche Fässer aufgefallen, wenn man die gehabt hätte. Also Sie gehen davon aus, im Ärmelkanal, die Fässer müssten alle aufgerostet sein oder weg sein? Davon gehe ich eigentlich aus. Und wenn man jetzt intakte Fässer finden würde, wäre es besser, sie zu bergen? Wenn ich da keinen hohen Aufwand habe, natürlich. Rausholen, klar. Seit 12 Jahren gibt es keine neuen Untersuchungen in den Versenkungsgebieten. Hat Nies recht? Sind alle Fässer verrostet? Wir entscheiden uns, selbst zu suchen. Das einzige Versenkungsgebiet, das in Reichweite unserer Mittel und Möglichkeiten liegt, ist Heard Deep. Eine Unterwasserrinne inmitten des britischen Ärmelkanals, in der Nähe der Kanalinseln. Wir haben ein Boot gechartert.
Herd Deep liegt ungefähr 10 Seemeilen nordwestlich der Kanalinsel Alderney. Ein kleines U-Boot soll uns Videobilder liefern. Das Gerät ist kaum zu manövrieren, denn der Ärmelkanal ist bekannt für seine extremen Strömungen. Der Greenpeace-Kämpfer Harald Zindler ist mit an Bord. Wenn mir jetzt die Mittel zur Verfügung stellen, würde ich sofort ein Fass rufen und genau den Verantwortlichen hinbringen, die es gemacht haben. Es ist unverantwortlich. Hier sind mehr als 28.000 Fässer Atommüll verklappt worden. Es ist unglaublich. Die Besonderheit bei Herd Deep: Hier lagern Tausende von Fässern Atommüll nicht in 5000 Metern, sondern gerade mal in 100 Metern Tiefe. Die Spannung steigt. Laut Kartenangaben liegen dort unten Weltkriegsmunition und atomarer Abfall. Was werden wir finden? Beim ersten Tauchgang filmen wir ein Atommüllfass. Unversehrt. Es liegen also noch verschlossene Fässer da unten, die man bergen könnte. Natürlich dürfen wir das Fass nicht raufholen. Beim zweiten Tauchgang entdecken wir auch dieses völlig verrostete Fass. Der Fund lässt auch Harald Zindler oben im Boot nicht kalt. Was mich besonders erschüttert hier, dass wir ganz in der Nähe hier von Land auf 90 bis 140 Meter Tiefe diese Fässer finden, wo wir hier Alderney sehen, wo wir da Frankreich sehen, ja, und wo wir da praktisch in einer halben Stunde mit einem Schiff da sind. Wir fahren zurück nach Alderney. Was bedeutet unser Fund für die Bewohner der Insel? Im Anflug auf Alderney Professor Chris Busby. Der Physiker war vor Jahrzehnten schon einmal hier. Damals hatte ihn ein Arzt gebeten zu kommen. Es gäbe auf der Insel ungewöhnlich viele Krebserkrankungen. Busby kämpft schon viele Jahre gegen die Gefahren atomarer Strahlung. Er gilt als enfant terrible, unbeugsam und unbequem. Einer, den Behörden lieber stigmatisieren, als seine zugespitzten Einschätzungen zu hören. Alderney ist ein friedlicher Ort. Die Uhren ticken hier langsamer als anderswo. 2400 Menschen leben hier. Die Insel ist auch Refugium für wohlbetuchte britische Rentner. Doch der Ort ist möglicherweise nicht so idyllisch, wie es auf den ersten Blick scheint. Zu unserer Überraschung geht Busby als erstes mit uns auf den Friedhof. Man muss nach den Opfern suchen, so seine These. Das sage mehr aus als jeder Strahlengrenzwert. 35. Where? Sie brauchen nur einen einzigen Fall von Kinderleukämie finden und Sie haben eine Antwort. Für die Größe dieser Insel ist ein Fall schon zu viel. Wir versuchen herauszufinden, ob es wirklich eine erhöhte Zahl von Leukämietoten gibt. Doch die genauen Daten hält der britische Staat unter Verschluss. Datenschutz. Vielleicht finden wir auf der Insel Hinweise. Wir fragen auf gut Glück im Wohngebiet neben dem Friedhof nach Todesursachen.
One of the estate agent's first wives died from a brain tumor. Die Frau eines Beamten auf der Insel starb an einem Hirntumor. Und dann erkrankte auch noch seine zweite Frau an einem Hirntumor. Aber sie ist wohl gesund jetzt. Und dann haben wir uns zufällig eine Serie im Fernsehen angeschaut. Da zeigten sie Live-Operationen. Und da zeigten sie einen Mann, dem sie einen Hirntumor entfernten. Und der kam von Alderney. Er starb im vergangenen Jahr. Und ich glaube, es gibt noch ein Kind, mindestens ein Kind, mit einem Hirntumor. Wir wollen die Insel verlassen. Statistisch wäre das sehr auffällig. Doch Chris Busby gegenüber sagen die Behörden immer nur eines: Alles in Ordnung. Der Professor geht mit uns zum Strand. Er will Strahlung messen. Die verantwortlichen britischen Behörden argumentieren, Menge und Strahlungsstärke seien viel zu gering, um Menschen zu gefährden. Man weiß schon seit den 1980er Jahren, dass verklapptes Material, das in die See geworfen wurde, zurückkommt. Sehr feine Partikel binden am Meeresgrund die radioaktiven Teilchen. Das Plutonium, aber auch Cäsium und all die anderen Stoffe. Professor Busby will noch weiter nach draußen. Der Abend kommt und die Ebbe. Busby kritisiert die Behörden, weil sie keine eigenen Messungen vornehmen, sondern die Radioaktivität nur schätzen würden. Dort draußen in Hurt Deep. Ich glaube, wir finden hier Cäsium 137, Ruthenium 106, eine ganze Menge Plutonium. Plutonium? Das könnte also recht giftig sein. Natürlich. Chris Busbys Gamma-Spektrometer misst an dieser Stelle erhöhte Strahlung. Von Hurt Deep kam unglaublich viel, vor allem angereichertes Uran. Es ist möglich, dass die Strahlung von Hurt Deep stammt. Auch wir messen mit unserem Geigerzähler. Es stimmt, die Strahlung ist erhöht. Wie gefährlich ist das für die Leute hier auf Alderney? Es bedarf nur einer beschädigten Zelle. Die beeinflusst eine Nachbarzelle und noch eine. Jede Dosis vom ersten strahlenden Teilchen an kann Krebs auslösen. Hat Busby recht? Der Außenseiter? Und sollte man nicht sicherheitshalber die unbeschädigten Fässer bergen? Was sagt der Abteilungsleiter der britischen Gesundheitsbehörde dazu, Dr. Cooper? Ich glaube nicht, dass die Fässer in Hurt Deep ein großes Risiko darstellen. Selbst wenn sie nur in 100 Metern Tiefe liegen? Es ist natürlich etwas, was man heute nicht mehr tun würde. Die beste Lösung dieses Problems, wir lassen die Fässer unten. Wir haken nach bei der verantwortlichen Atomenergiebehörde. Wie bewertet man dort die Gefahren verklappter Fässer? Wir haben gesehen, dass die Verdünnungskapazität im Meer so ungeheuer groß ist. Das haben wir also gesehen an den Ableitungen, die von Sellafield oder La Hague eingeleitet wurden, wo das über viele Jahre dann verdriftet ist mit den Strömungen, dass wenn dieses Wasser eben nicht Meerwasser wäre, es sogar als Trinkwasser zu gebrauchen wäre. Es gibt aber auch die genau entgegengesetzte Meinung. Professor Klaus Grupen publizierte Standardwerke über Strahlenschutz. Verdünnen im Meer auf Trinkwasserniveau und alles ist in Ordnung? Wenn die Menge, wohin das verdünnt wird, unendlich groß ist, wenn ich das in den Weltraum gebe, dann ist es vielleicht sehr gut verdünnt. Aber die Erde ist ein sehr kleiner Himmelskörper und wir haben eine feste Menge, 5 mal 10 hoch 26 Kilogramm hat die Erde. Das bleibt und die Konzentration wird ständig steigen. Unser Fazit? Die Radioaktivität könnte sich nur verteilen, anstatt zu verschwinden. Es fehlen genaue Angaben zu Lage und Menge der Fässer. Und es herrscht Uneinigkeit darüber,
ob sie geborgen werden soll. ...1993 wurde das Verklappen von Atommüll im Meer weltweit verboten. Doch die Atomindustrie fand andere Wege. Sie versenkt jetzt keine Fässer mehr. Sie baute kilometerlange Unterwasserrohre, aus denen jetzt radioaktives Abwasser ins Meer fließt. Eines dieser Rohre liegt in der Normandie. Es kommt aus der französischen Wiederaufarbeitungsanlage La Hague. Auch hier protestierte Greenpeace. Unter Wasser. Für die Umweltschützer ist klar, diese Entsorgung per Rohr zerstört die Umwelt. Genauso wie die Verklappung von Fässern. Der Vorteil für die Atomindustrie? Keine negativen Schlagzeilen mehr wegen der Fässer. Denn die Entsorgung per Rohr bleibt der Öffentlichkeit verborgen. La Hague ist die Entsorgungsstation für Atommüll aus ganz Europa. Deutschlands Kastoren rollen in die Normandie. Doch die Bewohner hier sind nicht mehr bereit, die Benutzung des Meeres als atomaren Mülleimer hinzunehmen. David Boyhy ist Physiker, Gründer und Vorsitzender einer Umweltschutzgruppe. Heute besucht er eine örtliche Grundschule und erzählt den Kindern von Radioaktivität, giftigem Plutonium und atomarem Abfall. David Boyhy bittet uns mitzukommen, mit auf den Fischmarkt. Der Physiker kritisiert die Kriterien zur Einschätzung der Gesundheit in Meerestieren. Denn seit Fukushima müsse man umdenken. Man könne nicht mehr einfach sagen, Wasser sauber, Fisch gesund. Einige der Fische sind kontaminiert, einige nicht. Fische sind schwieriger zu messen, denn sie bleiben nicht an einem Ort. Das heißt, ein Fisch könnte an einer radioaktiv verseuchten Stelle gewesen sein. Ein andermal findest du was in Muscheln. Was kann man in Muscheln finden? Jod oder Kobalt könnte man finden, die aus der Wiederaufarbeitung stammen oder auch nicht. Es ist wie ein Glücksspiel. Die giftigen Abfälle aus der Wiederaufarbeitung in La Hague sind längst kein lokales Problem der Menschen in der Normandie mehr. Die Meeresverschmutzung ist ein europäisches Problem, so Boyhy. Wenn Sie die Schäden mit dem Nutzen aufrechnen, dann ist der Nutzen alles in allem gleich null. Hier vor Ort schafft er vielleicht Arbeitsplätze, aber die Schäden an der Umwelt sind ungleich größer. Das ist alles eine große Sünde. Boyhy ist mit uns auf dem Weg ins belgische Ostende, 400 Kilometer von La Hague entfernt. Er will uns zeigen, wie weit die radioaktiven Gifte schon gedriftet sind. Denn deren Herkunft ist exakt messbar. Er trifft sich mit einem belgischen Aktivisten, sammelt Seegras. Die Umweltaktivisten misstrauen den Messungen der Betreiber. Boyhy fährt mit uns weiter nach Holland. Auch hier will er Seegrasproben für sein Labor sammeln. I have the iodine, the seaweeds from Germany, there.
Ich habe hier auch noch Seegras aus Deutschland. Das wurde uns von deutschen Freunden aus Wilhelmshaven geschickt. Die wollten wissen, ob radioaktives Jod von La Hague nach Deutschland verdriftet ist. Und unsere Antwort lautet, ja, wir finden radioaktives Jod in Seegras bis nach Deutschland. Wir sind zurück in den Laborräumen von ACRO, der Bürgerinitiative. Das Seegras, das hier gerade von Freiwilligen gebracht wurde, hat einen fünffach höheren Tritiumwert als vom französischen Betreiber Areva angegeben. Jetzt ist klar, warum die Bürger selber messen. David Boyer hat Meerestiere vom Markt mitgebracht. Pierre Barbet, ein Molekularbiologe, erklärt uns, was in den Tieren passiert. Wir wissen mittlerweile, dass es sehr wohl einen Austausch gibt zwischen der Tiefsee und den oberen Wasserschichten. Die radioaktiven Gifte reichern sich in der Nahrungskette an. Dieser kleine Wurm hier zum Beispiel kann 2.000 bis 3.000 Mal mehr Radioaktivität in sich haben als seine Umwelt. Der wird gefressen vom nächstgrößeren Lebewesen und so weiter. Am Ende der Nahrungskette haben wir in Krabben dann Schäden in den Geschlechtszellen festgestellt. Und diese Schäden, diese genetischen Defekte werden von einer Generation auf die nächste vererbt. Und diese Erbschäden treten bei Menschen genauso auf wie bei Tieren? Ja, ja, eine tierische oder menschliche Zelle, das ist das Gleiche. Vor den Küsten Europas. In Kegelrobben findet man hochgiftiges Plutonium. In Schweinswalen findet man radioaktives Cäsium. Welche Auswirkungen das auf zukünftige Generationen hat, ist unbekannt. Deshalb fordern Meeresbiologen, jedes Tier muss vor Radioaktivität geschützt sein. Wie gefährlich aber ist der Atommüll im Meer für uns Menschen? Auf diese Frage suchen wir nach Antworten in Großbritannien, in Sellafield. Denn von dort kommen alarmierende Meldungen. Im Norden Englands nämlich liegt das zweite Entsorgungsrohr für den Atomabfall Europas. Und wie in Frankreich waren es auch hier Umweltaktivisten von Greenpeace, die auf das Rohr aufmerksam machten. Das war 1997. Mit dabei der damals 35-jährige Sean Burney. Seit fast zwei Jahrzehnten kämpft der Brite schon gegen die Einleitungen ins Meer. Es ist ein Kampf um Zahlen, Grenzwerte, aber auch um die Deutungshoheit. Burney geht es um die Menschen hier an der Küste. Der Staat hat viele von ihnen untersuchen lassen. You see here along this coast there are people living. Hier am Strand entlang der Küste wohnen viele in diesen kleinen Häusern. Sie gehören zu den sogenannten Risikogruppen. Sie leben direkt am Strand und sind jeden Tag dem Plutonium ausgesetzt. Ihre Häuser sind voller Plutoniumstaub. Ihre Körper sind radioaktiv. Sie haben sogar Plutonium in den Zähnen. Und je näher man an Sellafield wohnt, umso mehr Plutonium hat man in den Zähnen. Das Rohr von Sellafield ist nur aus der Luft gut zu sehen. Wie aber konnte der Entsorger das Einleitungsverbot umgehen? Es wird ja nach wie vor Atommüll ins Meer gekippt. Die Betreiber argumentieren, es sei eine landbasierte Entsorgung und damit legal. Die Behörden haben sie genehmigt. Gibt es einen wissenschaftlichen, einen logischen Grund, warum Fässer verboten sind und Einleitungen erlaubt sind? Das ist, glaube ich, eine mehr philosophische Frage.
Für ihn ist dies keine philosophische Frage. Wolfgang Renneberg war Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit im Bundesumweltministerium und ist Experte für die Entsorgung radioaktiven Abfalls. Nein, es gibt dafür keine logische Begründung. Dahinter stecken letztlich nur wirtschaftliche Gründe. Die Frage ist, wie teuer wäre es beispielsweise, entsprechende Filteranlagen einzubauen, die dafür sorgen würden, dass solch eine Einleitung nahe Null ist. Möglicherweise würde sich dann diese Anlage nicht mehr rechnen. Das steht dahinter. Physikalische oder sonstige Gründe sind hier nicht erkennbar. Täglich fließt hier radioaktive Brühe in die Irische See. Die atomaren Abfälle von Sellafield werden inzwischen an der norwegischen Küste gefunden. Den Bewohnern vor Ort, hier an den Stränden rund um Sellafield, wird derweil Sicherheit suggeriert. Die Mitarbeiter von Sellafield zeigen Präsenz. Betreiber und Behörden beteuern, es bestehe kein Risiko. Es werde permanent kontrolliert, überprüft. Dabei finden sie hier Plutonium. Täglich. Auch hier kehrt das Gift aus dem Meer zurück. Es wäscht aus, es trocknet und liegt am Strand. Die Menschen hier ahnen längst, dass die Gefahren größer sind, als die Verantwortlichen zugeben. Wir werden den Lauf der Dinge hier nicht ändern. Das sind die Großen da oben. Aber ich habe auch noch nie beängstigende Details gehört. Klar, Informationen könnten unter der Decke gehalten werden. Aber bevor ich nicht mehr weiß, das Meer wird auf der ganzen Welt verschmutzt. Der Strand von Sellafield ist als einer der saubersten Englands ausgezeichnet worden. Jeden Tag muss ein Groundhog, ein kleiner Bagger, Plutonium vom Strand entfernen. Ein Scanner ortet kleine strahlende Partikel bis zu einer Tiefe von 30 cm. Insgesamt mehr als 500 Kilogramm Plutonium hat der Betreiber von Sellafield in den vergangenen Jahrzehnten ins Meer gekippt. Im Land von Sellafield lebt seit vielen Jahrzehnten eine Frau aus den Niederlanden, Janine Alice Smith. Für sie ist sicher, dass die britischen Behörden das Problem mit der Radioaktivität herunterspielen. Und sie ist auch davon überzeugt, dass das Plutonium aus Sellafield vor Jahren ihren kleinen Sohn krank gemacht hat. Leukämiekrank. Wir gingen gerne und oft an den Strand. Wir hatten lange Sommerferien und wie alle Babys nahm er den Sand in seine Hände, er rieb ihn sich in die Haare, steckte ihn sich in den Mund. Mit 12 erkrankte er an Leukämie. Ich stellte fest, dass mein Sohn nicht der Einzige war. Es gab noch andere Kinder, die krank waren. Donald. Man hatte früh Leukämie bei ihm festgestellt, aber es wurde besser. Als der Krebs mit 19 erneut ausbrach, hat er sich erhängt. At the age of 19, he was afraid that it would come back. Oder Gemma, sie starb mit 7 nach einer Knochenmarkstransplantation an einer Infektion. She had to have a bone marrow transplant, but she died of infection. Windscale, the biggest commercial nuclear reprocessing works in the world. Das lokale Fernsehen berichtete schon in den 1980er Jahren von leukämiekranken Kindern. Für die Journalisten war klar, dass der Betreiber, ja selbst die Gesundheitsbehörden, das wahre Ausmaß der Gefahren leugnen. Allein 3 Schülerinnen in Seascale erkrankten an Leukämie. In einer einzigen Grundschulklasse. Die intensive Berichterstattung des Lokalsenders Yorkshire TV konnte die Einleitungen nicht stoppen. The radioactivity here can be measured quite simply with a Geiger counter. It's in the mud and it's on the beach. Scientist Dr. Philip Day is measuring this radioactive pollution.
Wir versuchen zu recherchieren, was an den Berichten dran ist. Rund um die Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield herrscht striktes Drehverbot. Aufnahmen auf dem Firmengelände sind nicht möglich. Auch an das Rohr kommen wir nicht heran. Ein Interviewtermin gestaltet sich schwierig. Zu guter Letzt treffen wir uns auf dem Parkplatz vor der Anlage. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem radioaktiven Müll und den Leukämiefällen? Obviously, the leukemia issue is a difficult one. Nun, die Leukämie-Geschichte ist schwierig. Die Erkrankungen sind über Jahre von den britischen Gesundheitsbehörden, also von genau den richtigen Leuten, untersucht worden. Sie sagen, die erhöhte Leukämierate in Sellafield hängt nicht mit unseren Aktivitäten zusammen. Mit dieser Begründung bleibt der Strand zugänglich, trotz der Plutoniumfunde. Längst aber wird in wissenschaftlichen Kreisen angenommen, dass chronische Vergiftung auch bei niedrigen Strahlendosen Krebs auslösen kann. Wir sind 10 Kilometer ins Landesinnere gefahren, denn auch hier ist das Gift zu finden. An diesem Flussufer ist die Strahlung deutlich erhöht. Das zeigen uns Janine und Sean Burney. Hier geht es jetzt so langsam hoch auf ungefähr 30 Zerfälle pro Sekunde. Das heißt, hier ist die Strahlung dreimal höher als dort hinten an der Straße. Und dies an einer Stelle, die frei zugänglich ist für die Öffentlichkeit. Ein Reitweg führt direkt am Flussufer entlang. Sean Burney und Janine Alice Smith kritisieren die Behörden. Man arbeite sogar mit Absicht ungenau. Wenn die Behörden hier Proben nehmen und messen, wenn überhaupt, dann nehmen die gerade mal eine Probe. Sie wollen nur wissen, was von Jahr zu Jahr passiert. Sie interessiert nicht, was hier vor 50 Jahren abgelagert wurde. Sie wollen verschleiern. Aber das Zeug ist da. Sie nehmen keine Proben aus der Tiefe. Sie kratzen nur an der Oberfläche. Es werden auch nur wenige Proben genommen. All das ist Absicht, damit sie die Ergebnisse bekommen, die sie wollen. Öffentliche Gesundheit interessiert sie nicht. Die Behörden haben an dieser Stelle Plutonium erst gar nicht gemessen. Wir nehmen eine Bodenprobe mit und werden sie zurück in Deutschland an der Universität Mainz auswerten lassen. Das Ergebnis wird alarmierend sein. Die Menge an Plutonium wird um das Zehnfache über dem zulässigen Grenzwert liegen. Wie gefährlich ist es, in Sellafield zu leben? Nicht besonders, findet Professor Richard Wakeford von der Universität Manchester. Der wird gerne von den Betreibern zitiert und gilt, nachdem er fast 30 Jahre für die Atomindustrie gearbeitet hat, als eine der Koryphäen für Strahlenrisiken. I assess the risk of from radiation. Wissen Sie, ob Sie nun im Flugzeug fliegen oder Strahlung in Sellafield abbekommen? Beide Risiken sind sehr gering. Eltern oder andere sollten sich da nicht sorgen. Es gibt zwei mögliche Ursachen, die mich beunruhigen. Entweder wird Kinderleukämie ausgelöst durch eine seltene, durchaus verbreitete Infektion, dessen Erreger wir noch nicht kennen, oder aber Leukämie bricht dort aus, wo sich großflächig städtische und ländliche Bevölkerungen vermischt haben. Dafür gibt es statistisch überzeugende Beweise. Fazit? Ein Virus also oder die Vermischung der Bevölkerung rund um Sellafield seien verantwortlich für Krebs, nicht aber der hochgiftige Atommüll aus dem Meer? Wir sind irritiert und fragen einen deutschen Experten, den Mediziner Troffmann, Mitglied in Strahlenschutzkommissionen der Bundesregierung. Wir treffen den vielbeschäftigten Wissenschaftler in einem Bonner Hotel. Was sagen Sie dazu, wenn sich die britischen Experten hinstellen und sagen, diese Zusammenhänge gibt es nicht? Ja, da haben Sie nicht recht. Wissenschaftlich ist der Stand recht klar. Es gibt wenig Belege für die Population-Mixing-Hypothese und es gibt auch überhaupt keinen Beleg für die Virus-Hypothese, ganz im Gegenteil. Bei Kinderleukämie ist über viele Jahrzehnte versucht worden, eine infektiöse Genese zu beweisen. Es gibt weder ein Virus noch gibt es Antikörper. Das heißt, diese Infektionshypothese muss man eher fallen lassen.
Das sind Hypothesen, die im Wesentlichen aufgekommen sind, um das Strahlenrisiko eben wegzudiskutieren. Nicht mehr wegdiskutiert werden Strahlenrisiken in internen Papieren der IAEA. Hier lesen wir von Vorteilen, niedrige Energiekosten, Arbeitsplätze. Aber hier ist auch protokolliert, was Professor Wakeford bestreitet. Strahlung ist sehr wohl verantwortlich für verkürztes Leben und frühen Tod. Krebs wird als Ursache benannt. Leukämie, Knochen, Schilddrüsen, Lungenkrebs. Dies sind private Videoaufnahmen von einer Kinderkrebsstation in Wales. Professor Chris Busby hat sie uns geschickt. Hier registrieren Ärzte in den vergangenen Jahrzehnten eine ständige Zunahme von Kinderleukämie. Für die Kleinen ist die Behandlung eine Tortur. Man ist überzeugt, dass die Leukämie von Sellafield kommt. Chris Busby hat uns deshalb gebeten, ihn noch einmal zu besuchen. Zusammen mit seinem Mitstreiter Richard Bramhall erzählt er uns eine unglaubliche Geschichte. Die Krebszahlen rund um Sellafield nämlich lägen um das Zehnfache höher als im Rest des Landes. Sie tun alles, um die Wahrheit zu unterdrücken. Man hat uns aber Material zugespielt, Zahlen des walisischen Krebsregisters. Vielleicht hatte jemand ein schlechtes Gewissen. Ja, es waren letztlich die Mitarbeiter vom Waliser Krebsregister, die uns die genauen Daten gegeben haben. Und zwar bis hinunter in die einzelnen Ortschaften. Wie Richard sagt, wir wissen nicht, ob das jetzt ein Versehen war, dass man uns diese Zahlen gegeben hat oder Absicht. Zumindest konnten wir dadurch ausrechnen, dass es eine erhöhte Leukämierate um das Zehnfache gibt. Nachdem sie uns die Daten gegeben hatten, wurde die ganze Abteilung geschlossen. Die Frau, die uns die Daten gegeben hatte, gefeuert. Zuletzt verweigerte das House of Lords die Herausgabe aktueller Kinderkrebszahlen. Datenschutz. Und die Atomindustrie? Sie trifft eine Abwägung zwischen Krebserkrankungen und Kosten. Zitat: Der Aufwand zum Schutz der Menschen vor Strahlenbelastung sollte aber auch Kostenfaktoren mit einbeziehen. Kann das wirklich sein, wollen wir vom britischen Gesundheitsamt wissen. To reduce the doses any further might cost. Um die Strahlendosis noch weiter zu reduzieren, müsste man übertrieben viel Geld investieren, das anderswo besser verwendet wäre. Nun, es geht hier um eine Abwägung. Soll das etwa heißen, man nimmt eine bestimmte Zahl von Krebstoten durch die Strahlendosis in Kauf, damit die Kosten möglichst niedrig bleiben bei der Einleitung von Atommüll ins Meer? Sie ziehen diesen Vergleich. Ich zitiere aus Papieren. Das ist genau das, was in vielen anderen Teilen der Gesellschaft auch geschieht. Woher kommen solche Kosten-Nutzen-Überlegungen? Bei unserer Recherche stoßen wir auf die einflussreiche ICRP, die Internationale Kommission zum Schutz vor Radioaktivität. Die Gruppe firmiert als unabhängige Wohltätigkeitsorganisation zum Nutzen der Öffentlichkeit. Ein Interviewwunsch mit der Vorsitzenden wird abgelehnt. Doch im Internet finden wir eine Unterrichtsstunde des ehemaligen Vorsitzenden Roger Clark. Er erklärt das Kosten-Nutzen-Prinzip. Clark zitiert die Nützlichkeitsethik des Epikur. Der Nutzen der vielen überwiegt den Nutzen für wenige. Insider sagen uns, die ICRP ist der verlängerte Arm der Atomindustrie. Auf den Internetseiten entdecken wir auch den Namen von Professor Wakeford, dem Experten der Universität Manchester. Zu unserer Überraschung finden wir aber auch den Namen Dr. John Coopers, des Mitarbeiters der britischen HPA. Sie arbeiten für die Gesundheitsbehörde. Sie sind zur selben Zeit Mitglied der ICRP. Das heißt, der verantwortliche Behördenchef erhält Sicherheitsempfehlungen also von sich selbst.
Das ist doch ein Interessenskonflikt. Ja, ein Interessenkonflikt. Das ist ein Problem. Die britische Gesundheitsbehörde ist die ICRP. Die ICRP besteht aus Regierungsstellen, aus Regierungsmitarbeitern. Die ICRP ist keine große, unabhängige Einrichtung. Sie besteht auch aus Leuten von der britischen Gesundheitsbehörde, die zu Treffen der ICRP gehen und legen dort die Standards fest. Selbst der ehemalige britische Umweltminister Meacher muss seine Ohnmacht eingestehen. Als ich Minister war, waren meine Mitarbeiter alles andere als erfreut, als ich Leute wie Chris Busby oder John Large hinzuzog. Meine eigene Behörde wollte keine Auseinandersetzung, keine Diskussion oder Debatte. Wenn es mir gelungen wäre, eine solche offene, ehrliche Erörterung zu führen, hätte man sich viel wohler gefühlt. Sie aber wollte mit den offiziellen Standards arbeiten. Und die entsprachen letztlich den Forderungen der Atomindustrie. Und vor Ort? Da machen Sean und Janine seit Jahren frustrierende Erfahrungen. Niemand redet offen. Der Umweltkämpfer und die Mutter eines leukämiekranken Sohnes kämpfen gegen Windmühlen. Das ist mittlerweile ein sehr trauriger Ort. Die Menschen sind früher gern hier hingekommen, mit Zügen aus allen Teilen des Landes. Anger? Ich bin sauer, dass die Behörden über Jahrzehnte dieses nukleare Desaster angerichtet haben, hier entlang der Küste. Und die meisten Menschen hier wissen nichts davon oder verschließen die Augen. Sie können auch nichts beeinflussen. Die Entscheidungen werden im fernen London getroffen. Sellafield und La Hague zeigen, dass die Entsorgung ins Meer ein Fehler war und ist. Doch von offizieller Seite will das kaum einer zugeben, denn dann müsste man sich mit schwierigen Fragen auseinandersetzen. Wer hat gelogen? Was ist noch zu retten und wer soll es bezahlen? Von den Versenkungsgebieten des Nordostatlantik bis hoch hinauf vor Norwegens Küste. Die atomaren Altlasten aus Fässern und Rohren sind ein bewusst geleugnetes Problem. Gelöst werden könnte es nur, indem die Rohre verschlossen und die intakten Fässer geborgen werden, wo immer möglich.